Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Terranigma. Ja, wir waren ja zuletzt auf der Suche nach den Mondsteinen. Und wir haben sogar... Was? Was ist das für ein kleines Gebiet hier? Oh lol, okay, können wir auch mal aber anlegen. Und wir hatten ja sogar schon, drei Stück gefunden sogar. Drei Mondsteine. Das ist schon nicht schlecht, würde ich meinen. Schauen wir mal. Weil eventuell habe ich eine Idee. Weil hier diese Handwerke. Ich stelle gerne solche Töpfe und andere Dinge her. Ich soll einen schönen Kirschenschmuck entwerfen. Nur was? Vielleicht könnte ich ein wertvolles Material dafür benutzen. Ich denke mal, dass er fast damit diesen Stein meint, den wir geholt haben. Das da. Bergkristall. Wir rüsten den mal aus. Hallo, dieser funkelnde Stein sieht sehr interessant aus. Gibst du ihn mir? Ja, komm, hier, nimm. Es ist mir eine Freude. Vielen Dank. Das gibt mir das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Chili übergibt den Bergkristall. Dein Bergkristall hat mich dazu inspiriert. Ja, wozu inspiriert? Ah, sauber, der braucht wohl mehr. Denke ich mal, fast irgendwie. Oder? Gehen wir nochmal rein. Nochmal. Ja, wir brauchen davon wohl mehrere. Ah, die Scheiße ist, die Dinger kosten 1000 Taler, ja, glaube ich. Na, gehen wir erstmal einen Zoll vorbei. Und jetzt gehen wir mal nach Loir. Nee, da müssen wir nicht hin. Nee, oder doch, vielleicht hier mal rein. Schauen wir mal. Pierre. Ich bin Pierre. Ich liebe es, an Maschinen herumzubasteln. Willst du meine Erfindung sehen? Ja, klar. Klingt interessant. Ich kann Bilder... Achso. Ja, auf jeden Fall, ich kann dir kein Geld geben. Aber bitte zeig mein Gemälde herum. Ach stimmt, wir haben auch noch das Porträt. Wo müssen wir das nur abgeben? Ich wüsste leider gerade nicht wo. Na egal. Schauen wir erst nochmal hier rum. Wer ist das? Achso, nee, mit der Mutter wollen wir nicht sprechen. Ach, Jean. Nee, Jean brauchen wir derzeit auch nicht. Was ist das? Ach, der Weinkeller. Nee, brauchen wir auch nicht. Wo sind der... Ah, da ist der Klamottenladen. Was? Meine Angestellten sind alle getürmt. Was fällt denen eigentlich ein? Okay. Ah! Muss ich mal kurz was gucken? Hey, ich höre mich gerade derzeit nur über mein über das linke Ohr. Naja, wir haben Nettisladen verlassen, um Mary zu helfen. Ich erhielt viele Bestellungen, nachdem ich dir die Kostüme gab. Jetzt führe ich meine eigene Boutique. Aha, achso, die sagen beides gleich, okay. Also hat es hier auf jeden Fall schon mal eingeschlagen. Wir haben was bewirkt.
Was sagst du? Beim Norfester Wald sah ich ein Mädchen, das wie Melina aussah. Das kann doch gar nicht sein. Och nö. Okay, es war nur die Melodie, die scheinbar nur auf einem Ohr. Weil jetzt höre ich wieder auf beiden. Gott sei Dank. Das hat mich nämlich ein wenig geärgert, ja. Egal, wir haben jetzt genug getrödelt. Wir machen uns jetzt weiter auf die Suche nach den Mondsteinen. Bloß welch zwei fehlen uns noch? Also wir haben drei Mondsteine. Das kalte Gebiet fehlt uns auf jeden Fall noch. Gehen wir mal dahin. Was ist denn das? England. Ach du Scheiße. Sir Fitz. Wiff, wiff. Ja. Köter. Egal. Nee, braver Bello. Oh. Das ist das Haus des superreichen Magnaten Sir Fitz. Sir Fitz ist recht selbstverliebt. Aber ungemein großzügig. Oh, und ich muss jetzt mal ganz kurz, weil ich habe vergessen, mein Firefox zu schließen und habe jetzt leider mitten in der Aufnahme in Facebook eine Nachricht bekommen. Naja, egal. aber ungemein großzügig. Bäh, so rum. Oh, bist du Herr Fitz? Ich bin Sir Fitz. Ich bin ziemlich superreich. Ich suche eine nette Dekoration. Hast du nicht eine gute Idee? Geld spielt keine Rolle. Ich habe genug davon. Kann das sein, dass er eventuell an diesem Porträt Interesse haben könnte? Was ist das für ein Gemälde? Es ist wunderbar. Ich muss es haben. Der Preis spielt keine Rolle. Es gehört dir. Das weiß ich. Es ist von Marcel aus Loire. Aus Loire? Ich hänge es gleich auf. Das ist mein Dank. Wow. Dieses Kunstwerk sollten auch viele andere Menschen genießen können. Als Millionär muss ich diesen Künstler unbedingt unterstützen. Du musst herausfinden, wer das Bild gemalt hat. Wir haben dir doch gesagt, wer das war. Egal. Nehmen wir einfach mal das Fiebermittel, weil derzeit machen wir ja eher fast die Nebenquests. Deswegen rüsten wir sowas schon mal aus. Ey, lass dich von ihm nicht ins Boxhorn jagen. Er ist ein Schlitzohr. Auf jeden Fall haben wir damit auch wieder eine Nebenquest abgeschlossen. Und sogar noch 1000 Taler verdient. Auch nicht schlecht. Ich würde sagen, schnell verdientes Geld. Jetzt schauen wir aber auf jeden Fall erstmal weiter. Noch sind wir nämlich nicht fertig. Uns fehlen immer noch... Oh, da ist eine eisige Höhle. Ach nee, da waren wir schon. Okay, nee, hier waren... Oder zumindest glaube ich, dass wir hier schon waren. Machen wir uns jetzt einfach mal in die Richtung. Schauen, dass wir irgendwas Interessantes finden. Was uns einen Hinweis geben könnte oder sonst was. Wir brauchen nicht mal die hundertprozentige Bestätigung. Wir brauchen nur einen Hinweis. Oder vielleicht könnten wir auch gerade noch mal zu Lhasa gehen. Nach Lhasa gehen. Mit Dingens reden. Das ein, also
ist Eisgebiet, das weiß ich noch, dass uns das noch fehlt. Und ich bin der Meinung, oder das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. So viele Eisplätze oder Stellen, wo Eis ist oder Schnee oder whatever, gibt's nicht. Von daher kann es in meinen Augen eigentlich nur hier sein. Nur... Ja. Das ist doof. Die Pinguine geben uns keine gescheiten Informationen. Glupsi glup, gluppi, 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 glup, glup. Ach, warte mal kurz. Der scheint in die verknallt zu sein, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weil er steht vor der Tür. Glupsi? Glupupsi. Im Gegenzug erhält er den Mondstein des Pinguins. Aha. Ich bin doch gar nicht so dumm, wie ich aussehe. Ich bin doch dümmer. Naja, aber da. Glupsi glup. Okay. Ja, ich würde sagen, damit haben wir einen weiteren Mondstein. Jetzt werden wir aber auf jeden Fall erstmal nach Lhasa gehen. Jetzt gehen auch mir die Ideen aus. Ich weiß nicht mehr genau, wo der letzte angepriesen war, der letzte Mondstein. So, die Flüge werden halt wie gesagt geskippt. Ist da unten vielleicht noch irgendwas? Ach, das ist das. Hier waren wir ja schon. Schauen wir mal hier rein in die... Nach Liotto, genau. Ach, der kleine Fußballfan. Die Läden, die können wir uns sparen. Das Inn brauchen wir auch derzeit nicht. Na, schauen wir mal da rein. Hast du Lust auf mexikanisches Essen? Naja, gerade nicht. Achso, da hatten wir ja einen Kristall, glaube ich, gefunden. Ist unser Affe nicht niedlich? Achso, ja, der Samba-tanzende Affe. Schwierig, also ganz ehrlich, es ist gerade für mich schon schwer einzuschätzen, wo noch etwas sein könnte. Mir gehen nämlich langsam die Ideen aus. Und jetzt sollten wir erstmal nach Lhasa. Ach, liegt da das nächste Problem. Ich weiß gerade nicht mehr, wie wir nach Lhasa kommen. Ich glaube, mit dem Schiff kommen wir da aber auch nicht so gut ran. Ach, wir gehen erstmal nach Liberita, ist das Beste. Können wir hier vielleicht noch irgendwas machen? Ach, egal. Das ist erstmal nebensächlich jetzt.
kann. Jetzt schauen wir doch mal. Ach genau, wir können ja mal die Vögel. Moment, Moment, Moment. War hier nicht auch noch was? Okay. Nein. Ein Vogel hat uns doch, glaube ich, sogar nach Lhasa geflogen. Wenn man da nur wüsste, wer das nochmal war. Ich tapp gerade ein bisschen im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Testen wir mal dich hier. Na, wo fliegst du uns hin? In die Sahara. Ja, perfekt, genau hier hin wollten wir doch. Müssen wir uns nur noch ein bisschen bewegen und dann sind wir, glaube ich, in Lhasa. Da müsste die Brücke sein. Ja, Mann. Ich erinnere mich sogar noch. Yay, yay, yay. Was ist denn das da unten eigentlich? Hier, der Einzelne. Ah, nix. Ah, hier, du da. Sie sind in einem eisigen Dorf, haben wir. In einem heißen Land haben wir. In einer toten Stadt. In einem Tempel. Den Tempel haben wir. In einer toten Stadt. Und auf einem Felsenturm. Die tote Stadt fehlt. Sie alle warten auf dich. Tote Stadt. Da fällt mir einfach nur Luran ein. Deswegen... würde ich Luran doch irgendwo gern nochmal untersuchen. Ich weiß zwar nicht, wo hier sowas sein soll. Aber eine andere tote Stadt kenne ich nicht. Zumindest würde sie mir jetzt, zumindest fällt mir jetzt auf Anhieb keine andere tote Stadt ein. Die tote Stadt, in der Mai Lin war. In einer toten Stadt. Mann, jetzt werde ich langsam müde auch noch. Ich habe leider derzeit echt keine Ahnung. Wo? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das hier sein soll.
Er hat einen Pingier oder wie diese Stadt da hieß. Dann hatten wir, mal irgendwie. Ach, habe ich jetzt doch wieder das Gefühl, als wäre hier. Was kann. Wir hatten Pingea. Dann hatten wir das. Es kann eigentlich gar nicht hier sein. Wir hatten alles so. Es waren alles so abgeschlagene Orte. Und ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt hier hin müssen. Aber welche Totenstadt? Neo Tokyo. Da sind doch alle gestorben. Das könnte sein. Das könnte sogar echt fast sein. Es wurde nicht gesagt, dass es eine verwüstete Stadt ist. So, dann müssen wir mal schauen. Zwitscher Fieb, ja, Zwitscher Fieb, Gogo, mach, zieh durch. Aufnahme ist schon wieder fast lang, schon wieder, glaube ich, lang genug. Wey. Und runter. Wey, schneller, schneller. Den. Yay. Dann gehen wir mal dahin. Nehmen unser Schiff hier. Und schippern jetzt mal Richtung Neo Tokyo. Gut, aber Neo Tokyo wäre eigentlich auch schon fast wieder zu simpel. Egal, wir schauen einfach mal. Ich bin derzeit auch echt extrem unsicher. Einerseits würde diese Kombination perfekt zutreffen, weil hier in Neo Tokyo ist wirklich niemand mehr. Und warte mal, wir hatten dort da die Tür. Sie ließ sich als einzige der Türen nicht öffnen. Na, versuchen wir doch mal was. Turbo-Schießen, kommt mal her. Nicht? Können wir irgendwas nehmen? Es ist nirgendwo etwas. Ich glaube fast, wir brauchen dazu irgendeinen Schlüssel. Aber dann ist für mich erstmal die Überlegung, woher kriegen wir den Schlüssel? Wolke 7? Erkunden wir mal. Schauen wir mal in der Bullerei nach. Was? Was? Was ist das für ein Geräusch? Es scheint von dem Tisch dort in der Ecke zu kommen. Sieht aus, als ob ein Empfänger in der Schublade sei. Okay. Ein Empfänger? Eine leise Mädchenstimme ertönt.
Hilfe, bitte hilf mir. Jemand ist noch am Leben. Hier ist ein Überlebender. Zu Hilfe, Mutter, Vater. Hörst du mich? Wo bist du? Zu Hilfe. Arm? Es hört sich nicht so an, als ob sie damit umgehen könnte. Sicher hält sie den Sprechknopf die ganze Zeit gedrückt. Hey, lass den Knopf los. Ruhig. Hörst du das Geräusch im Hintergrund? Hilfe! Hört mich jemand? Klingt wie Wasser. Und das, obwohl es hier keinen Fluss gibt. Dann muss es hier eine Kanalisation geben. Unter der Erde. Ja, das ist ja logisch. Okay. Ja, dann go. Den. Dann würde ich sagen. Oi. Meine Frames spinnen schon wieder ein bisschen rum. Dann würde ich sagen, versuchen wir im nächsten Part diese Tür hier mal einzurammen oder sonst was. Also, bis zum nächsten Part dann würde ich sagen. Bei Let's Play. Bis zum nächsten Part. Also, dann einfach bis zum nächsten Part bei Let's Play Terra Nigma. Macht's gut, Leute.